Ich muss ein bisschen flüstern. Für diejenigen von euch, die Susanne noch nicht kennen. Oh, sie schläft noch. Also, Susanne, das ist wie so eine kleine Freundin für mich. Die begleitet mich eigentlich überall hin, in die Kita oder auch in den Familiengottesdienst. Eigentlich ist sie immer da, in der Kita. Da kennen manche mich, Pastor de Vries, manche kennen mich auch nicht. Aber Susanne, die kennt eigentlich jeder. Die wissen ganz genau. Aber Susanne, die schläft immer so gerne. Deswegen ist sie auch morgens in der Kita immer so schlecht gelaunt. Wenn ich sie dann um 8:30 wecke und wir da hinfahren, das ist eigentlich gar nicht ihre Zeit. Jetzt schläft sie auch schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich versuche sie mal aufzuwecken. Susanne? Susanne? Susanne, du hast ganz lange geschlafen. Wie lange denn? Na, ich glaube, bestimmt so 10 Tage oder so. Das ist doch nicht lange. Das ist doch mein ganz normaler Frühlingsschlaf. Naja, aber 10 Tage, das ist schon lang. Naja, das kommt ja auch darauf an, womit man vergleicht, du. Deine Schildkröten, die schlafen doch schon seit Oktober. Naja, das ist natürlich noch länger. Naja, und? Hab ich was verpasst? Ist schon Freitag? Können wir in die Kita? Nee, Susanne, das geht gar nicht. Ach ja, du weißt ja gar nicht, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Du weißt ja gar nicht, was in unserer Welt los ist. Was ist denn in unserer Welt los? Wovon redest du denn, Pastor de Vries? Ein Virus ist los. Der Coronavirus. Ich kapier gar nichts. Warum redest du immer in solchen Fremdwörtern, Pastor de Vries? Red doch mal normal, dass man das auch versteht. Das fällt uns Pastoren, da hast du recht, wirklich manchmal etwas schwer. Aber in diesem Fall heißt dieser Virus nun einfach so. Corona, das ist sein Name. Kenne ich aber. Das ist doch die Schutzheilige gegen Seuchen. Woher weißt du das denn, Susanne? Ich hab doch eine katholische Patentante, Pastor de Vries. Die Elfriede, die weiß alles. Die weiß Sachen, da hast du gar keine Ahnung von. Das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch nicht. Ich bin echt erstaunt, dass du das weißt, Susanne. Aber die Schutzheilige Corona ist doch schon lange tot. Was ist denn jetzt ein Virus? Ja, weißt du, so ein echter Experte bin ich eigentlich auch nicht. Die sind eher im Emsland zu finden. Aber man kann sich das vielleicht so vorstellen. Es ist wie so ein ungesundes Zeug, das in einem ist. Und das breitet sich dann aus, auch zu anderen Menschen. Wenn ein Mensch dem anderen Mensch nahe ist, dann springt das sozusagen über. Ach so. Und jetzt steckt eben ein Mensch den anderen an und immer mehr werden krank. Die meisten, die bekommen das gar nicht so doll. Aber wenn man schon alt ist oder sowieso nicht so gesund ist, dann kann man das auch doll bekommen. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt können wir zum Beispiel nicht mehr in die Kita. Macht nix. Gehen wir halt auf den Spielplatz. Geht auch nicht mehr. Echt nicht? Nein, leider nicht. Wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass es sich nicht immer noch schneller ausbreitet. Pastor de Vries. Dann machen wir halt was anderes. Woran denkst du denn, Susanne? Wir machen es wie das Virus. Wir verbreiten etwas durch die ganze Welt. Ja, was denn? Mir kommt da schon so eine Idee. Aber ich werde gerade wieder so müde. Ach, ich glaube, ich erzähle dir das morgen. Oh, das hätte ich jetzt wirklich noch gerne erfahren. Susanne, die scheint echt eine gute Idee zu haben. Mal gucken, was sie uns morgen erzählt. Ihr seid doch wieder dabei, oder?